Jetzt ist es noch ruhig. Die Spannung steigt. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Warten, bis gleich der Motor rührt und die Turbinen anfangen und es gleich abgeht. Ja, wir befinden uns hier an einer Fähre. Ja, das ist kein Meter, oder? Es ist verdammt heiß. Wie hast du den denn jetzt rausgekriegt? Micha, was darf heute nicht passieren? Dass wir wieder schneidern, wie letztes Mal, wie wir hier waren. Wir sind diesmal nicht im tiefsten Winter hier. Im schönen Sommer. Richtig. Und wir hoffen, dass heute zumindest die Entschneiderung passiert. Alles andere geht nicht. Heute nicht. Micha hat ein bisschen Angst, er geht rüber. Weil das Pferd hier gerade versucht, über den Zaun zu kommen. Und ich glaube, wenn du dich anstrengen würdest, kleiner Mann, großes Pferd, meine ich, würdest du auch über diesen Zaun kommen? Oder möchtest du, dass ich dich streichle? Komm, du möchtest einfach nur, dass ich dich streichle. Nein. Du möchtest, dass ich was zu essen gebe. Beim nächsten Mal gibt es was zu essen. Aber wir müssen erstmal Fische fangen. Ja, der Michael macht mir gerade etwas Druck hier. Er sagt nämlich... Er hat mir Fisch versprochen. Aber wir haben jetzt erst eine Stunde, sind wir, glaube ich, hier. Das ist eigentlich ein sehr guter Spot. Trotzdem, er hat mir Fisch versprochen. Wir haben gerade entschieden, wir werden erstmal irgendwo anders hingehen. An eine Stelle, die ich jetzt selber auch noch nicht kenne. Aber sieht sehr vielversprechend aus und gehen nachher noch mal hier hin. Aber gerade hat sich nichts getan, obwohl viel Futterfisch da ist. Durch die Fähre sehr viel Strömung und das Wasser schön eingetrübt ist. Aber die Fische sind noch am Schlafen. Und lassen wir sie schlafen. Wir gehen zum nächsten Spot. Und ich habe dir Fisch versprochen. Ich gebe Gas. Es fängt schon jetzt an, sich um Kopf und Kragen zu reden. Also kann schon was geben heute wieder. Ja, beim letzten Mal war das auch so. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir was fangen. Also wenigstens ein Fisch. Aber es ist nicht dazu gekommen. Und jetzt muss ich liefern. Ne? Also der Micha möchte endlich seinen Tock des Tages bekommen. Und Barsche Fiedern ist auch schön, aber mal einen richtigen Tock in der Rute. Barsche Fiedern, sagt er. Ich habe noch nie einen Barsch gefiedert. Das muss man erstmal nachmachen, was der Micha hier so macht. Ihr lauft stundenlang mit der Spinroute und ich fange sie auf die Fiederroute. Finde den Fehler. Ja, wir werden sehen, ob meine Variante, also das Spinnangeln, heute erfolgreich ist oder ob ich demnächst einfach mit Micha fiedern gehe und probiere, dort Barsche zu fangen. Richtig. Karpfenangeln geht da eh noch mit. Bin ich ihm noch schuldig. Alles klar, wir packen ein, essen noch was und dann geht's zu einem hoffentlich Zander-Spot. Wir vermuten, da könnte Zander stehen. So, bei den Fähren muss man immer ein bisschen aufpassen. Die haben immer Stahlseile, wo die Fähren angebunden sind und die ziehen sich mit der Fähre immer nach links oder nach rechts. Immer gut aufpassen, dass man da nicht drüber fällt. Ja, der Micha ist etwas ungeduldig geworden, weil wir ständig Fische sehen, Barsche, Nachläufer, stehhunderte Karapfen ist hier gerade vorbeigeschwommen. Aber die haben momentan keinen Hunger, keinen Appetit, ignorieren unsere Köder. Und wir müssen einfach die Fische suchen, die Lust haben. So, also ich hatte ja jetzt zwei Nachläufer. Das heißt ja summa summarum, der dritte sollte dann auf jeden Fall nicht nur nachlaufen, sondern auch hängen. Ansonsten ist es der Guide schuld, immer der Guide. Aber da wir ja beide Michael heißen, fällt es auf uns beide zurück. Da kann man nämlich sagen, Michael ist schuld und dann weiß man gar nicht mehr, wer es war. Kein Fisch. Ich bin ehrlich gesagt tiefenentspannt, weil ich auf die späte Nachmittagszeit, Abendszeit spekuliere. Ja. Aber du hast doch die Geduld. Ne? Ich bin Karpfenangler. Karpfenangler haben Geduld. Ich habe aber tatsächlich jetzt schon mehr geworfen in den paar Stunden, wie, glaube ich, das ganze letzte Jahr. Aber okay, mein Arm macht noch mit. Kriegst dicke Muckis davon. So, Micha, bis gleich. Auf geht's. Pause vorbei. Motorrad gibt Gas. Genau, wir geben jetzt gleich auch nochmal Gas. Aber in allererster Linie die Pause, die war echt wichtig, weil ich habe echt einen Hänger gehabt, Micha. Und wenn man nicht fängt, hat man ja nicht diesen Adrenalin-Booster. Ja, ich bin an sich, bin ich noch entspannt.
hat sich schon ein Loch dazu gefügt. Vorhin war ich entspannt. Es ist wirklich knacke heiß hier. Ja, es ist 30 Grad locker. Genau, und jetzt suchen wir uns irgendwie so einen kleinen Hechtspot. Hechte sind ja etwas einfacher zu fangen, würde ich jetzt mal sagen. Und am frühen Abend wollen wir dann am Ursprungsspot von heute Morgen sein, weil wir hoffen auf ein Beißfenster, den ich bekannterweise auch dort kenne. So, und jetzt haben wir gleich eine warme Cola. Wird jetzt gebraten hier auf dem Auto. Neuer Köder. Müsst ihr einfach mal nach Köln-Maasdorf kommen zum Decathlon? Kriegt man genau die. Genau, schöne Köder. Auf Hecht. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit verschiedene Spots ausprobiert und ich habe gedacht, weißt du was, wir fahren jetzt zu einem Spot, wo ich weiß, da habe ich schon öfters mal gefangen. Die ist wirklich winzig, winzig. Und erster Wurf auf der Seite und es hat direkt funktioniert. So, sieht auch gut aus hier. Mal gucken. Ja. Nicht schlecht. Alter, das ist ein Meter. Das ist kein Meter, oder? Das ist aber, glaube ich. Ja, das ist da voll drauf geknallt. Eingetütet. Sauber, Pepe. Bedankt. Ja. Ah, so, aber das ist echt eine gute Größe. Könnte aber, soll ich mal einen Metermaß holen? Ja, Meter wird er nicht haben, aber 80. Und Micha, was sagst du? Nix. Sauber. So, während Michael jetzt schon zum Spot rennt. Und ihr seht, er macht so ganz komische Bewegungen, der Micha. Er ist gerade in Hundekot reingetreten. Da wir es eilig hatten, habe ich nicht aussteigen lassen, um das sauber zu machen, aber es stank bestialisch. So mussten wir einige Kilometer jetzt mit dem Geruch offenen Fenster, zum Glück ist warmes Wetter, diesen Geruch aushalten. Aber wir wollten schnell zum allerletzten Spot und jetzt kommt hoffentlich eine gute Beißphase. Oh, das geht, glaube ich. Ein schöner, das ist der Barsch. Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Wurf. Sauber. Ja. Fisch. Fisch. Ah. Ich habe keine Ahnung. Mann. Zander. Ja, jetzt hat er das Triple voll gemacht, ne? So, ein kleiner Zander. Aber schön. Ja, Glückwunsch, ne? Ich habe das Triple voll, das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Barsch fangen. Ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Wir sind wunderschön rot geworden. Man kann quasi sagen, wir haben Farbe bekommen. Es geht so ein bisschen in Rotstich. Ja, und wie man sieht, ne? Eine mehr oder weniger. Und es war fantastisch, Michael. Ja, definitiv. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Werden wir wiederholen. Das machen wir. Und wir haben vorhin gerade besprochen, dass wir dann erst am Nachmittag kommen, um einfach keinen Sonnenbrand zu bekommen. Und dann werden wir ein bisschen in die Nacht reinangeln. Und hoffen dann eventuell auf noch einen ersten Tock. TikTok. Genau. Vielleicht einen schönen Zander. Also, wenn ihr mal Tipps rund ums Karpfenangeln, Fiederangeln haben wollt, dann besucht ihr Michael doch in Köln-Maasdorf bei Decathlon. Er steht euch dann jederzeit zur Verfügung. Genau. Ich grüße dich zum Karpfenangler. Ja, zum Karpfenangler wird, weiß ich nicht. Ah. Aber man muss ja sich auch fürs Rentenalter vorbereiten. Irgendwann. Entschuldigung, alle Karpfenangler. Das ist natürlich kein Rentenangler da sein, aber. Cut. Ja, okay, ich hör auf. Ich hab, es ist verloren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Schaltet wieder ein, wenn es heißt Rocks and Fish. Und alle, die meinen, yo, hat Spaß gemacht, möchte ich öfters sehen, dann drückt doch unten rechts bei euch in der Leiste auf den Abonnieren-Knopf. Und alles andere werdet ihr dann sehen und kriegt immer schöne Nachrichten, wenn neue Videos von Rocks and Fish kommen. Mit mir, mit Alex, mit Micha, genau. Mit allen anderen Leuten. Genau, machen wir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Macht's gut.